Weiter geht's bei Child of Light. Wir sind gerade dabei, von dem netten Mäuserich hier den Keller zu reinigen. Und der hat uns ziemlich verarscht, denn das sind nicht ein paar Ungeziefer, da sind hier richtig finstere Kreaturen, gegen die wir hier kämpfen müssen. Dort ist nämlich noch einer. Vorhin waren sie sogar in der Truhe. So, als erstes muss der Steinkopf da weg. Und ich heile mit ihm erstmal nochmal meinen guten Finn. Also dafür, dass am Anfang gesagt wurde, dass Finn so ein Weichei wäre, schlägt er sich wirklich gut. So, Monsun. Überrumpeln, zack, wird resettet. Das gibt nochmal einen Monsun. Er greift eher an. Er hat ihn wiederbelebt. Alter. Noch nicht zu fassen. Komm. Ich wollte gerade sagen, das darfst du nicht überleben. Wir brauchen zwei Schilde. War klar, dass er angreift, aber das überlebt er jetzt nicht. Lebewohl. Bumm. Dann haben wir mal Level up. Hier noch ein bisschen mehr Death. Und hier haben wir MP-Aufwertung. Starkes Heiltonikum. Was ist denn das hier für ein Keller, Leute? Das ist doch kein Keller. Das ist doch echt kein Keller. Ah, okay, jetzt weiß ich's. Wir müssen den Hebel benutzen. Dann geht die auf und die zu. Wetten. Ach. Es ist auch noch auf Zeit hier. Das ist aber mies gewesen. Ah, schon wieder einer. Dämliche Geister, ey. Oh shit, die sind stark. Starke Gruppe. Ich will eigentlich als erstes den Kleinen hier ausschalten. Das müsste ich eigentlich jetzt auch hinbekommen. Das dürfte nicht überleben. Wir gehen voll auf den... Ah shit, da hätte ich vielleicht besser auf den Dicken da gehen sollen. Dann hätte der mich jetzt nicht angreifen können. Hm. Da habe ich einen Fehler gemacht. Monsun. Überrumpeln. Voll auf die Lotte da. Ja. Du musst einfach möglichst schnell sterben. Ruf.
muss deffen. Ich denke, dass der nur noch eine einzige Wasserattacke ab kann. Ach, der ist schon tot. Wieso hat denn der so wenig ausgehalten? Warum nur eine Attacke fast, ne? Okay, dann ist es doch nicht so eine starke Gruppe, wie ich gedacht habe. Aber das gibt hier richtig dicke Erfahrungspunkte. Das war der letzte, will ich hoffen. Auf zum Bollmus. Wir haben noch eine Rechnung offen. Bollmus hieß der also. Geschliffener Smaragd. Ja, damit haben wir die Kellersäuberung abgeschlossen. Und kriegen jetzt hoffentlich unsere Questbelohnung. Verdient haben wir sie. Was für ein merkwürdiger Keller. Bevor ich das aber mache, wollte ich eben noch mal kurz ein paar Okuli herstellen. Dass man die alle so einfach kombinieren kann. Und das war es auch wieder. Mehr geht nicht. Aber vielleicht kriegen wir jetzt zur Belohnung ein paar. Von dem Herrn Mäuserich. Was ist mit dem Keller? Ist der sauber? Ja, mein Herr, aber ihr habt uns belogen. Gesteht es ein. Heimgesucht war er von dunklen Kreaturen. Oh nein, oh nein. Das wird nicht billig sein. Zum Glück ist der Preis bereits ausgemacht. Wo ist dann der Vertrag, muss ich fragen? Den gibt es nicht. Vaters Bankier, Monsieur Moustache, würde jetzt sagen. Los, bekennt. Ihr seid sehr solvent. Schon gut, ihr bekommt etwas. Einen Moment. Aufgabe erfüllt. Was gibt's als Belohnung? Magie-Sternenstaub mal 2. Immerhin. Okay. Hier war ich schon drin. Hier aber noch nicht. Verschlossen. Okay. Da muss ich doch wohl jetzt mal einmal weiter nach links. Ach, hier ist eine... Hier ist noch ein Häuschen, das habe ich nicht so bewusst. Pardon, mein Herr, ich muss nach oben. Sagt er mir wie? Nach oben geht es eigentlich nie. Hier in unserer Ökonomie. Großes Leid müssen wir derzeit erdulden. In unserer Schatzkammer ist nicht der kleinste Gulden. Bah, Ungeziefer, wie abscheulich. Mit sowas zu reden ist unerfreulich. Wie unhöflich die ist. Könnt ihr mir kein frisches Kapital verschaffen, bitte ich euch jetzt aufzubrechen. Okay. Hier haben wir nichts. Seid gegrüßt. Ihr wollt zum Tempel in den Wolken, nehme ich an. Ich zeig euch ein Transportmittel, mit dem man es kann. Als Kompagnon möchte ich euch begleiten. Der Gewinn ist sicher ansehnlich. Sowohl für euch als auch für mich. Wohlan, schreitet voran. Dort zum Felsen gehe ich. Wenn diese Maus mir zu nahe kommt, zerquetsche ich sie ganz öffentlich. Die Nora geht mir auf die Nerven. Robert hat sich der Gruppe angeschlossen.
Aha, nicht die kleinste Brücke sehen wir. O Magna, helfen musst du mir. Ich entdecke niemanden hier. Was ist los? Was wollen die vier? Bei den Sternen. Lauf! Weg hier der Bergwacht auf. Keine kleine Gäste, darf ich euch etwas offerieren? Wasser aus eisigem Bauch habe ich vor Ort. Vielen Dank, aber wir müssen fort. Ihr seid bezaubernd, nennt mich Magna. Magna, lasst uns Freunde sein. Den Tempel in den Wolken suchen wir. Sonst nichts? Moment, ich schüttle mein Gestein. Oh, wie erschöpft fühle ich mich. Ich brauche dringend Rast. Mein Herz will nicht mehr so wie ich. Schätzchen, ich vertrage keine Hast. Magna, wir möchten dort oben hinein. In der Schatzkammer der Bolmus Populi sein. Beschäftigt wie immer unser Robertlein. Na gut, passt auf, bis bald. Ah, okay, da geht's dann jetzt weiter. Aber ich wollte ja eben... Wenn ich mal... Oh, hier Fertigkeiten. Kann ich von der kleinen Maus hier verteilen. Ja, ich gehe in diese Pfeilfähigkeiten. Da habe ich einen schönen Bogenschützen. Inventar. Magie, sehr schön. Inventar. So. In Ebene oder Wald? So, wenn ich jetzt noch mal wechseln kann. Karte Lemurias. Kapellidorf, ja. Ich möchte erstmal diese Apfelquest abschließen. Und vielleicht geht das bei den Kapili. Das Kind, das in den Brunnen stieg, nein. Vielleicht hier? Beim Bate meiner Mutter. Ich brauche dringend Futter. Ah! Damit der Hunger euch vergeht, schenke ich euch diesen köstlichen Apfel. Seht. Ist das wahr? Ja, er ist echt. Mein Retter, wie lang hab ich ihn erfleht. Zum Dank nehmt dieses schöne Stück. Ich hoffe, die Schaufel bringt euch Glück. Was bringe des Totengräbers Gehilfe gut zum Graben? Die Frage ist, was wir damit machen können. Verschlossen. Hier war ich gerade drin, ne? Mal hier. Vielleicht können wir die Schaufel weitertauschen. Aber es scheint nicht so. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte noch einmal nach links gehen hier. Und hier rein. Da geht es aber gar nicht lang. Nein. Schauen wir mal. Hier eventuell jemand, der eine Totengräberschaufel möchte. Ist leider gar keiner drin. Hier aber vielleicht. Auch nicht. Ich glaub's ja nicht. Dann habe ich gerade echt keine Ahnung.
Vielleicht kann ich schon was mit der Stab, mit der Schaufel machen. Statt der kleinen Mäuseriche. Ich nenne die Mäuseriche, nicht Pompelli oder wie sie heißen. Mäuseriche, Mäuse und Mäuseriche. Ach, die Musik ist so toll. So, gucken wir mal. Sogar der Apfel ist zunichte gemacht. Ich habe doch nur den Konsum angefacht. Die Frage ist, was ich machen soll. Also ich weiß ja schon, wie es weitergeht, aber ich weiß nicht, wie ich diesen Apfel eintauschen kann. Warte mal, oder ging das hier? Mit der habe ich jetzt gerade nicht gesprochen. Vielleicht ist das ja so eine Verkäuferin. Nein. Nochmal Inventar. Des Totengräbers Gehilfe, gut zum Graben. Ich weiß es nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich irgendwo Schätze gefunden hätte. Gut, dann werde ich jetzt erstmal hier verschwinden und dann zu dem Riesen gehen. Vielleicht kümmere ich mich mal ein andermal später um diese Quest. Mit der Schaufel sind wir ja schon mal ein gutes Stück weiter. Und wie es hier weitergehen wird, was uns hinter diesem furchteinflößenden Maul erwartet, das erfahren wir beim nächsten Part. Bis dahin, ciao.